Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Finderprojekt. Hallo. Mit Basti und mir, jetzt erstmal nur. Wir machen hier im Moment die letzten Arbeiten an der Kuppel. Und wir hoffen, dass wir heute noch dazu kommen, unsere eigenen Seiten zu schmücken. Das Leon kommt gleich auch noch. Der Karnevalsclown. Nee. Okay. Der Karnevalsclown ist, keine Ahnung, noch verschollen. Der versteckt sich. Ja. Drückt sich vor den Aufgaben. Das faule Schwein. Ich fühle mich etwas unsicher. Ja, glaube ich dir. Hast du den Sicherheitsband nicht mit? Du weißt doch, Absicherung ist das Wichtigste, wenn du in solchen Höhen bist. Ja, ich hab mein Sicherheitsgut vergessen und die Karabiner. Ja, das ist blöd. Hallo? Komisch, ich dachte, da wäre jemand. Hallo? Fast runtergefallen. Du bist mitten in der Folge, ne? Ja, ich bin ein bisschen eingeschlafen. Ach, alles gut. Geht doch so nicht, Leon. Ja. Also so wirklich, musst du werden. Also wenn man ständig einschläft, wenn man Termine hat, ne, ist schon traurig. Lass mich, okay. Leon, es gibt übrigens eine Grundsatzdiskussion, ja. Man kriegt nicht automatisch einen Tod, wenn man nicht da ist. Erst dann das. Ich dachte, so läuft das. Nee, nur sonntags. Weil sonntags gebettet sind, da muss man ja da sein. Bei dem anderen, sonst hätte Basti nämlich zwei Tode schon minus bekommen. Können wir auch machen. Und jedes Mal, wenn wir einen Tod bekommen. Ja, aber das ist doch Quatsch. Vor allen Dingen, weil wir unregelmäßig aufnehmen. Sonntags wäre halt regelmäßig gewesen, deswegen kriegt man da einen Tod. Ich weiß gar nicht, was letzten Sonntag war. Gar nichts, glaube ich. Ich glaube auch nicht. Also kriegt ihr jetzt einen Tod für die Scheiße? Oder nicht? Nee, dann nicht. Wow! Ich bin tot. Jetzt hast du den Tod. Ja, guck. Ich mache schon. Lässt du meine Sachen da liegen? Ja, lass ich. Ja, weil du ja gleich wieder da bist. Dann kriegst du halt einen, Niklas. Ja, du kriegst halt einen. Und ich wollte dich gerade einen Schnäbeln abwerfen. Ja, aber das kannst du. Ja, aber das hat hier keine. Ich dachte, du hättest die Seite gemacht. Hier warst du doch. Warum gehst du denn auf die Seite? Ich hab dir kurz da geholfen. Ich möchte deine Hilfe nicht. und du hast einen Tod plus bekommen, ne? Leon. Ja. Ich würde vorsichtig sein, ja? Basti, hör auf. Du machst hier gerade nur Feinde. Das willst du, glaube ich, nicht. du kriegst auch einen Tod angerechnet. Weil Basti dich getötet hat vor der Folge, oder? Damit ich es richtig verstehe. Okay. Okay. Bist du das fertig? Ja. Nice. Nur noch die Treppe nach oben ist da, die können wir aber noch gebrauchen. Die können wir wegmachen. Nee, ich dachte, wir machen noch Glowstone random da so hin. Hast du doch gesagt. Ist das nicht in die Kuppel? Boah, nee. Hochklettern jedes Mal. Ich dachte eher in die Kuppel. Ja, geht auch. Außerdem meinte ich Glowstone außenrum. Ich meinte Schneeflocken hier rein. Also Schneeblöcke. Ja, dann war das mit dem Glowstone doch nicht falsch, außenrum. Hä? Ja, aber nicht oben, sondern außenrum, um die Kuppel herum. Ja, dann brauchen wir trotzdem eine Treppe hoch. Außen, hier! Ja! Wieso brauchen wir da oben eine Treppe dann? Hä, ich dachte an die Kuppel. Ich versteh's nicht. Alter, bist du... Ich lande auf dem Boden und du sagst, ja, ich verstehe, aber ich meine hierhin. Oh Scheiße, Mann. Viel Spaß beim Rohstoffe sammeln. Oh Gott, mach mich fertig. Und eine Seite. Braucht man denn, wenn eine Spitzhacke mit Zirktak? Ja. Wie heißt Zirktak? Silk Touch, Alter. Wie heißt es auf Deutsch? Weiß ich nicht. Google. Leon. Google. Leon. Google. Behutsamkeit. Ja, ah, stimmt. Behutsamkeit. Google wäre schnell gegangen. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ja, ich weiß, ich bin schon ziemlich schnell. Also mach ein Bett.
Kannst du mir einen Goldblock bringen? Leon? Ja. Kannst du mir einen Goldblock bringen? Ja. Kannst du mir 4 Goldblöcke und einen Diamantblock bringen? Digga, wir haben 3 Diamanten. Na gut, kannst du mir 4 Eisen und einen Goldblock bringen? Danke. Also meinst du auch Eisenblöcke oder einfach nur Eisen? Eisenblöcke. Okay. Brauchst du jetzt auch noch eine Schippe oder so? Klappt mit der Kopf. Irgendwas anderes, das dir gerade noch einfällt? Nee. Kein Bock, die ganze Zeit jetzt hier den Laufbeutel zu machen. Ja, alles gut. Mitte. Krank. Ja, ich weiß. Das ist so einer dieser Punkte, wo sich so 4 Staaten berühren. Ja, und in der Mitte wollte ich jetzt einen Zaun hochziehen. Mit Glowstone dran. An verschiedenen Punkten. Ich glaube, das sieht ganz cool aus. Das heißt, die Antwort, als ich fragte, soll ich dir noch was mitbringen, hätte sagen sollen: Ja, Leo, bitte, bring mir Glowstone mit. Ja, da habe ich nicht dran gedacht. Und Holz bitte. Was für Holz denn? Dunkles Holz. Leon, wo ja. bist du? Warum willst du das wissen? Kannst du mal kurz gucken, wie das aussieht? Ja, was kann ich machen? Worüber redest du? Warte. In der Mitte hier. The fuck? The fuck? Alter. Zu blöd, einen Baum abzubauen. So, jetzt. Ah. Du musst vielleicht auf die andere Seite gehen. Das ist jetzt 3. Hallo. Let's get up, yo. Hallo. Was ist deine Frage? Wie das hier in der Mitte aussieht. Ich find's ganz cool. Mm, eine Kette aus Erde. Nein, die Erde kommt ja weg, du Idiot. Guck hier, der Zaun. Dann eine Kette ohne Erde. Ach, du bist ein Idiot, weißt du das? So, oh ja, wow. Technik und sowas kennst du überhaupt nicht. Halt auf mal dein Maul, Junge. Muss man auch sagen, dass ich das nur von der anderen Seite ich sehe. Ich hab gesagt, du musst einmal rumgehen. Du hast gesagt, du musst wahrscheinlich einmal rumgehen. Ja, ich wusste ja nicht, von welcher Seite du kommst. Wir haben nur einen Eingang. Ja, aber vielleicht stehst du ja da draußen am Fenster. Kleiner Spanner. Das machst du doch sonst auch immer, Leon. Ja, ist jetzt nicht so, als wenn das komplett abwegig wäre. Dann kommt Leon genau auf die Seite. Du bist... Okay. Das ist Team Kies. Yeah, Kiesboy. Zack, Blume, Junge. Oh, zack, noch eine Blume. Leon, wie wollen wir denn die Bahn bauen? Und den hier so. Das ist Kunst, ja? Wenn es niemand versteht, dann ist er dumm. Okay, wo ist Niklas? Was? Geh weg! Das ist mein Grundstück, verpiss dich! Ja, ich muss dir gerade mal loswerden. Oh, geh sie weg! Das ist die neutrale Zone machen? Da hinten, ne? Ich würde aufpassen. Ist nicht, dass das ein fucking Lied der Bahn. Aber warum ist denn hier so krass viel Licht? Nein. Verstehst du, was ich meine? Ja. Hallo, Jesus? Das Holz fährt auch mal leuchten auf jeden Fall. Hast du das? Oder Basti das? Basti war das, ne? Was denn? Das Eis? Ja, das war ich. Das war Basti. Fuck, ey. Komisch, ne? Mich verwirrt gerade. Ja, verwirrt mich auch. Warum das nicht funktioniert. Das leuchtet. Guck dir mal die Linse an. Das ist so hell hier, Alter. Bei mir ist es da voll dunkel, wo ihr steht. Ganz normal. Voll hell. Hier. Ja, Faustkampf. Nein, stopp. Faustkampf. Gute alte Faustkampf. Ich hab noch nicht mal ein Herz Schaden, du. Halbes. Ja, dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Langweiligste Schläge bei der Welt. Warum bist du nicht einfach bewusstlos? Ja, okay, reicht jetzt. Okay. Ist ja auch langweilig, ne? Ach, fuck, ich brauche mehr Knochenmehl. Was machen Sie? Was versuchst du denn gerade? Hallo? Was machen Sie hier? Können Sie mal rausgehen hier? Das sind ernste Bauarbeiterangelegenheiten. Entschuldigung, aber das ist mein Grundstück.
Ja, juckt mich nicht. Bauarbeiter. Dieses W auf dem Rücken, was so komplett verpixelt ist, weißt du? Sein Tut mir leid. Leuchten Sie eigentlich über meine Arbeitszeiten, bitte. Ich sie anleuchte. Nur wenn sie extra bezahlen, dann mach ich sowas. Sind sie eigentlich richtiger Bauarbeiter oder Stripper-Bauarbeiter? So das wissen sie jetzt gerne, ne? Was? Das wissen sie jetzt gerne, ne? Ja. Kann man sie für Partys buchen? Na gut, soll ich dir irgendwie helfen? Soll ich Birkenholz farmen? Ja. Ja. Warum sagst du jetzt ja, passt? Weil du das bestimmt machen musst, deshalb. Aber die Frage ging ja nicht an dich. Vielleicht hättest du es ja auch nicht machen müssen. Weil Leon sagt, Alter, nein. Geh mal weg, ja? Du wirst alleine machen. Er hat Angst, dass ich mich verletze dabei. Ich glaube, er hofft eher, dass du dabei stirbst, damit du noch einen Tod mehr hast. Ich will nur, dass du stirbst, was sie. Bisher habe ich drei. Vier habe ich. Ja, Basti okay. Stirbt nicht mehr mit seiner Ausrüstung. Da müssen wir schon beide zusammen drauf rennen. Ich krieg Leon ganz schnell tot. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich bin da keine große Hilfe. Ich kann ja auch nie was verzaubern, weil irgendwie sterbe ich immer so auf komische Art und Weise, wenn ich 30 Level habe oder so. Who's Basti? Ja, Basti ist schon ein Schwein. Das war einmal! Das war nicht einmal. Es hilft noch nicht. Dreimal. Also eigentlich warst du dreimal dran schuld. Sonst hätte ich nämlich Leon nicht getötet. Das zweimal warst du direkt dran schuld. Aber das, wo Niklas dich dann getötet hat, aus der Folge heraus, naja, ganz ehrlich, also... Ja, ich hätte Leon ja, das getötet. Das zähle ich jetzt mal nicht mit rein, trotzdem warst du, also zweimal warst du mindestens direkt dran schuld. Wenn du mich abgeschossen hast. Nee, ist nicht okay! Nee, ich meine damit, dass ich es einsehe. Ja, schön, dass du es einsiehst. Wow, gibt's auch nichts voll einzusehen. Oh, meine Schaufel ist gleich kaputt. Meine auch. Soll ich euch welche machen? Du kannst uns welche holen. Beeil dich, Basti, schnell. Hol welche! Hol welche! Wir haben 20! Stimmt, hol lieber welche, mach keine. Wir haben 20 Stück in der Scheißkiste. Ja, aber wo? Da musst du erst laufen. Ja, so, kaputt. Wo? Hat sich erledigt, Basti, ich lauf selber. Ja, gut, kannst du mir welche mitbringen, Leon? Ja, ja. Also, zwei Stück. Ganz cool. Du hast 10 gesagt, oder? 10, hab ich gesagt, ja. Okay, gut. Meine ist kaputt. Leon, du bist zu langsam. Oh. Ich füll schon mal mit Holz auf. Oh. Ist im Moment, wenn du die Tür zumachen willst und dich aus Versehen auf den Lama setzt. Passiert mir jeden Tag. Immer wenn ich zur Uni gehen will. Also, verdammt! Immer diese Lamas! Ich verspäte mich! Auch in der U-Bahn passiert mir das auch ziemlich oft. Jetzt ziehen die mich auch noch mit ihrer Herde mit, Mann. Ich hab keine Zeit dafür. Na dann gib mal deinen Spitzhacke, dann ruhig noch mehr. Was, das ist eine gib Schippe. Gib mal deine Rüstung. Nee. Das ist eine Schippe, Basti. Ja, ich weiß. Ja, die hat Silk Touch. Das geht auf Dings nicht. Warum hast du Silk Touch auf eine Schippe gemacht? Weil es auf eine Spitzhacke anscheinend nicht ging. Das geht safe auf eine Spitzhacke. Es geht halt wirklich safe auf eine Spitzhacke. Als ich ganz viele Spitzhacken reingelegt habe, hat es da nicht den drauf gefunden und als ich dann eine Schippe reingetan habe, hat er den direkt gefunden. Das nennt sich Zufall. Hast du diese, also du hast mehrere Spitzhacken reingetan, hast du die auch verzaubert? Nein. Ja, weil dann immer Nein. Die gleichen Sachen angezeigt werden. Ja, jetzt ist das halt so. Das ist eine furchtbare Antwort darauf. Mann! Ja, ist doch jetzt scheißegal, es ist. Wir haben doch jetzt ein Werkzeug dafür und gut ist. Das meine ich. Du bist ja nicht, dass das der Weltuntergang ist, sondern dass du Trottel bist. Und dass du einfach so richtig trotzdem. Ja, okay.
so richtig trotzig antwortest, weißt du? Wo seid ihr hingegangen dafür? Ich bin einfach zum Fluss gegangen. Da über den Spiegel links von der Kuppel einfach. Über den Wolken. Da gibt's ganz viel gefrorenes Eis. Thüringer Klöße, die esse ich gern. Das Lied ist richtig nice. Warte, Niklas, möchtest du Eis haben? Ja, ich möchte gerne Eis haben. Hier hast du ein Eis. Da. Okay, wow. Krieg ich Eiswürfel. Ich dachte, ich krieg Langnese oder sowas. Aber nein. Ich dachte, Ben & Jerry's wäre geiler. Ben & Jerry's ist halt richtig geil, aber das ist halt sauteuer, ne? Das stimmt, ja. Ich fuck jedes Mal ab. Außerdem haben wir nie Chunky Monkey. Das ist das Geilste. Was ist Chunky Monkey? Das ist Bananeneis mit Schokostückchen, also Bananen, Schokobananen, also richtigen Schokostückchen in Bananenform und Walnüssen. Das ist mega. Super, ich mag lecker. Das allein wegen den Bananen nicht. Aber Bananen sind schon nice eigentlich. Ich weiß nicht, ich mag diese Brownie-Sachen und Double Cookie und sowas nicht. Ich finde Cookie du am geilsten. Ist mir zu süß. Oh Mann, Mann! Okay. Guck mal, nein, Alter, oh nein, ja. Mit einem. Warte, lass mich. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Was ist hier für Quatsch? Sind wir jetzt fertig? Nein. Oh Mann! Aber fast, ja, Alter, ich krass. War da hinten weiter, Mann. Okay, ja, ich muss eben kurz umdrehen. Warte, ich muss eben kurz umdrehen. Warte. Ey! Wer geht denn davon schon los? Ja, wer wohl? Gut, los. Okay, los geht's. Ah. Oh Gott. Und ineinander fährt ist halt das Schlimmste. Ja. Okay. Also, wir brauchen safe eine Mauer, ganz ehrlich. Nein, also, das ist doch langweilig. Also, ich bin für eine Mauer, weil. Ich bin gegen Mauer. Ich bin tatsächlich auch gegen Mauer. Oh, Leon, Niklas hat mein Boot aufgenommen. Ja, nein, wir laufen. Ja, und jetzt? Oh, ich will dich nicht selber. Oh, ich wollte dein Boot schlagen. Tut mir leid. Man kann gar nicht nach hinten gucken. Hallo? Ich sehe nicht, was hinter mir passiert. Auf Land. Ich sehe nicht, was hinter. Ah, da bist du. Warum ist hier ein falscher Baumstamm? Warum ist hier eine falsche Treppe drin, Basti? Hattest du keine Blöcke mehr? In meinem Haus? Nein, hier außen rum fällt mir gerade erst auf. Hier ist ein Fichtending. Und so was? Eiche. Wo bist du? Hier vorne. Hallo, hier im Eingang. Ach da. Achso. Hallo. Nee, das war ich. Echt? Ja, ich habe schon gefragt, wie lange es dauert, bis es einem auffällt. Ist das jetzt aufgefallen, dass ich jetzt Skelette getötet habe? Ja, da ist ein Creeper explodiert und dann ist ein bisschen Treppe weggegangen. Tötet Leon dafür! Nein, tötet nicht Leon. Tötet Leon dafür! Warum? Du Schwein! Ihr einfach versucht, irgendwas hier. Alter! Hier Scheiße zu bauen. Skillshot, Alter! Nein. Warte, überlebt. Ich baue mal die Treppe hier ab. Ja. Leon, ich find's gut, dass du überlebt hast. Tut mir leid, ich wollte dich töten. Hat jemand Eiche? Ich hab keine Eiche. Ah, lustig, guck mal, ich kann nicht one-hitten. Ah, lustig, Alter. Hat jemand Eiche? Alter, wärst Junge, du auch das tot. Macht mir 4 Herz. Alter, Leo, Basti, Junge, ich hab nur noch 3 Herzen jetzt. Hat jemand Eiche? Nein, ne? Alter, nein. Basti. Basti, ich hab gleich keine. Ja, ich sterbe. Fast. Du lebst. Alter, ich hab du noch ein Herz, ne? Das ist so unwitzig, ne? Du bist so ein Hurenkind. Ich bin unkillable, guck mal, wie ich unkillable bin. Hahaha. Lustig. Ja, siehst du mal. Ja, was siehst du mal? Dass du ein Idiot bist? Das wusste ich auch vorher. Mimimi. Sehen wir oft genug. Ja, na gut. Ich hab meine Seite jetzt ziemlich schön schon mal fertig gebaut. Deswegen beende ich jetzt die Folge, weil ich muss sowieso sehr viel schneiden. Da das die heute kommen soll, also am 23. ist das schon genug, was ich tun muss. Na gut, ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao. Tschüss.